Jochen, Sendung geht los, das Auto fährt schon los. Ein Säuer. Ich muss erst aufessen und austrinken. Oh. Oh. Und damit herzlich willkommen zur 79. Ausgabe von Börsenpunk. Ja, in den letzten Wochen waren wir alle wieder im Urlaub gewesen. Raus aus dem Büro, rein ins Auto, rein in den nächsten Stau und dann raus zur nächsten Tankstelle. Aber sind wir doch mal ehrlich, wir fahren vielleicht in Zukunft nicht mehr zu OMV und zu Shell, denn wir werden ja alle elektrisch fahren. Und deswegen könnten unsere Tankstellen in Zukunft nämlich so aussehen. Fastnet, ein Betreiber von Schnellladestationen an den Autobahnen. Das Design ist unverkennbar, sieht ein bisschen aus wie ein umgekehrter Regenschirm, aufgesetzt von Maria Garcia, aber egal. Im Moment gibt es in Deutschland roundabout 20 solcher Teile. Weltweit haben sie im Moment 160 und das Ziel sind 1000 solcher Stationen. Normalerweise sollte bei jeder Station von Fastnet hier oben noch ein Solardach drauf sein. Aber hier bei uns in der Fränkischen Schweiz fehlt es schon seit Wochen. Die Frage, die wir uns natürlich stellen, kann man mit so einem Geschäftsmodell nachhaltig Geld verdienen und ist es für uns eine Investitionsmöglichkeit an der Börse? Zuallererst glaube ich, dass Fastnet so grundsätzlich ein Standortproblem hat, denn es ist ja nicht so wie bei uns hier in der Fränkischen Schweiz, wo du mit dem Fernglas zum nächsten Haus schauen kannst, sondern im Ballungszentrum nahe der Autobahnen. Gute Standorte zu suchen, die sind wirklich rar. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2, wir haben ja eigentlich noch gar keine Shops, denn das ist ja auch essentiell für die Einnahmen von Tankstellen. Aber das wird sicherlich noch werden, glaube ich zumindest. Punkt 3, wir haben ja nur den Fokus auf Schnellladern. Schnellladen heißt, in roundabout 15 Minuten hast du 80% deiner Batterieleistung. Die wichtigen und die größeren Einnahmen werden aber sicherlich im Moment erzielt mit 11 kW und 22 kW. Punkt 4, die Jungs von Fastnet, die produzieren diese Schnellladestation nicht selber, sondern die kaufen zu bei ABB oder auch bei, ich habe hier wieder was Tolles vorbereitet, wenn ich sie finden würde, hier, Martin, hier kommst du da drauf, nämlich bei Alpitronic kaufen sie unter anderem. Das ist der Marktführer bei Schnellladern, Südtiroler mit einer gigantischen Software. Also ehrgeizige Ziele haben sie sicherlich, die Jungs von Fastnet. Wie gesagt, 1000 solcher Stationen wollen sie hochziehen. Aber nur Kohle verdienen mit Strom und Stromtanken und vielleicht in Zukunft Jobs? Wow, auf jeden Fall ambitioniert, keine Frage. Das waren nur die kritischen Gedanken von uns. Darüber hinaus haben wir im Moment eine Bewertung von 1 Milliarde Euro beim Umsatz von roundabout 20 Millionen. Wahnsinnig ambitioniert und viel Fantasie steckt da drin. Deswegen für uns Watches auf jeden Fall, ja, aber kaufen auf dem Niveau, no. So, die Wichtigkeit dieser Teile hier, dieser Schnellladestation oder Ladestation an sich, haben wir eben schon mal angesprochen. Deswegen fokussieren wir uns doch eher auf die Hersteller, nämlich zum Beispiel Compleo. Ja, ja, die haben noch keine Schnelllader, aber 11 kW und 22 kW, die sind in erster Linie zu finden auf Firmenparkplätzen oder beispielsweise an Supermärkten. Zuletzt die Übernahme von Wallbe, richtig gut, und Innogy. Und eine eigene Wallbox werden sie auch in Zukunft im Angebot haben. Die Jungs hier aus Dortmund sind gut im Geschäft, finde ich klasse. Das ist eine Investition wert. Jo. Zur richtigen Zeit kommt natürlich ein Tiefdruckgebiet. Apropos Druck, natürlich auf vielfachen Wunsch haben wir uns angeschaut. Heidelberg Druck. Warum haben wir uns sie gerade heute angeschaut? Weil Heidelberg Druck ein richtig gutes einzelnes Segment hat. Nämlich, ich habe was Tolles vorbereitet, Martin, kriegst du das drauf? Nämlich, die sind im Bereich der Wallboxen, also der Ladestation zu Hause, richtig gut unterwegs. 50.000 haben sie schon verkauft. Die wollen die Kapazitäten verdoppeln und der Vorstand hat schon angekündigt, nochmal hochzufahren. So, in dem Bereich machen sie aber bislang nur 20 Millionen Umsatz. Im Stammgeschäft, nämlich Maschinen für die Druckerindustrie, Software und Services, dagegen 1,9 Milliarden. Ich will damit sagen, dass die E-Mobility-Sparte noch wahnsinnig klein ist. Aber Heidelberg Druck sind im Stammgeschäft mittlerweile auch wieder richtig gut unterwegs. Der Auftragseingang zuletzt 69% über dem Vorjahr. Die Firma schafft im Moment den Turnaround, ist richtig cool unterwegs. Dazu noch das E-Mobility-Segment, das wahnsinnig gut wächst. Heißt für uns, die Aktie ist auf dem Niveau absolut eine Investition wert, weil die Fantasie kommt auch, dass die Jungs irgendwann mal sagen, die Immobility-Sparte, die spalte ich vielleicht ab und bringe sie separat an die Börse. Und dann wird es sicherlich einen Bums nach oben geben. Denn die Firma ist im Moment nur insgesamt 600 Millionen schwer. Natürlich sind wir ganz traditionell mit dem Elektroauto angereist. Und wir stellen uns immer wieder die Frage, wie können wir noch von diesem ganzen E-Mobility-Boom profitieren? Deswegen stellen wir uns die Frage,
Was ist denn die Basis für jedes Elektroauto? Die Basis ist die Batterie. Wie hier. Oh, Martin. Laufen hier die Batterien aus? Die Basis für jedes Elektroauto, wie hier, das Model X, die wiegt 600 Kilogramm. Das ist die Batterie. Wer stellt denn solche Batterien und Batteriezellen her? Einer der spannendsten Player, Mover für uns, ist Samsung SDI. Die Jungs investieren massiv in neue Werke, neue Zellgenerationen, um mit anderen asiatischen Herstellern zusammen mit 30 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung gesteckt. Das ist richtig cool. Die Regierung unterstützt es mit Förderungen und mit Steuersenkungen. Die letzten Zahlen von Samsung SDI waren absolut beeindruckend. Kunden bereits VW, BMW, in den USA, Startup Rivian. Nochmal, jeder Rücksetzer ist bei der Aktie ein absoluter langfristiger Kauf. Richtig cool. Um nochmal die Kurve zu bekommen zu Fastnet, der Profiteur dieser ganzen Schnellladestation und vor allem hier in Blech ist doch eigentlich unser 80% Depotwert. Denn jeder, der hier tankt, geht im Anschluss oder gleichzeitig darüber essen und trinken. Meck doof. Martin, gehen wir. So, jetzt aber zurück im warmen Studio. Und die meisten werden sagen, die Warta hat er doch vergessen. Die muss er doch unbedingt thematisieren. Ja, können wir gerne machen. Warta, da müssen wir vielleicht etwas ausholen. Und zwar, Warta hat zwei große Geschäftsbereiche. Einerseits die Haushaltsbatterien. 40% zum Umsatz tragen die bei. Ah, du bekommst du diese wunderschön drauf. Wachsen mit 4-5% pro Jahr. Superschöne Cash-Cow, kann man sagen. Und dann haben wir das Geschäftsfeld, ja, Coinpower und Lithium-Ion. Coinpower beispielsweise. Hier die kleinen Batterien, hier sind sie drin. In den Kopfhörern, natürlich kabel- oder schnurlos, die kann ich mir nicht leisten. Und in den Hörgeräten. Aber die größte Fantasie, Lithium-Ion. So, und im Bereich We4Drive haben die Jungs eine Ultra-High-Speed-Zelle entwickelt. Die hat folgende Vorteile. Die sind 6 Minuten komplett wieder aufgeladen und diese Zelle wird nur 35 Grad warm. Das heißt, ich kann diese einzelnen Zellen ganz eng aneinander packen. Das kann kein anderer Hersteller. Das ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil. Jetzt aber wird Warta Batteriepacks bauen. Ja, mit dieser wunderschönen Ultra-High-Speed-Zelle. Diese Batteriepacks werden aber in erster Linie als sogenannte Booster benutzt. Und wenn sich jemand fragt, boah, Booster, ist mir sofort das hier eingefallen. Kennt jeder immer wieder wahnsinnig gern, schaue ich das an. Michael, mein Echolot zeigt an, dass das Wasser tiefer ist, als es aussieht. Kid, dann wollen wir gar nicht erst wissen, wie tief es ist. So, jetzt haben wir also diese Batteriepacks, die für den Boost-Effekt sorgen. Und wir haben uns natürlich gefragt, veredeln die jetzt zusätzlich noch die Elektroautos oder wo kommen die zum Einsatz? Die werden in erster Linie in Verbrennern eingesetzt. Oh ja, aha, in Verbrennern. Woher wissen wir das? Wir haben nämlich auf einer Konferenz erst mit Bernhard Wolf von Warta über genau diese Themen gesprochen. Also nochmal, Kunde bereits Porsche, vielleicht gibt es auch noch Kunden Daimler und so weiter und so fort. Überhaupt kein Thema. Aber nochmal, diese Booster werden nicht für Elektroautos zusätzlich für Energieschub sorgen, sondern für Verbrennungsmotoren. Und ja, Warta wird auch für Elektroautos Batteriepacks bauen. Das ist überhaupt keine Frage. Werden sie aber erst 2025 zu 2026. Und auch dann wird es daraus erste Umsätze geben. Kurzum, Warta ist erstes Jahr, ist ein super Unternehmen. Warta ist erstklassig positioniert. Das ist überhaupt keine Frage. Und Warta wird auch weiter kontinuierlich wachsen. Aber Warta ist mir ehrlich gesagt im Moment, bei Warta, so muss ich es formulieren, ist mir aktuell dieses ganze Thema E-Mobility viel zu sehr gehypt. Vielleicht kann die Warta-Aktie auf 150 steigen, vielleicht auch 160 von mir aus. Aber Warta ist mit Sicherheit im Moment keine 200 oder 250 Euro wert. Never. So, und damit kommen wir auch, jetzt können wir ein bisschen Tempo zulegen, zu unseren Fragen, ganz traditionell mittendrin. Was hältst du von Jock? Muss ich fairerweise dazu sagen, ist mir fast ein bisschen zu klein mit roundabout 35 Millionen Börsenwert. Aber was der Vorstand Dirk Kraus hier mit seiner Mannschaft zuletzt auf die Beine gestellt hat, ist wirklich erste Sahne, nämlich eine elektronische Plattform zur Vermittlung von Werbeanzeigen. Wow, nicht schlecht. Und dass diese gut ankommt, das haben die letzten Zahlen auch gezeigt. Notiere im Moment bei roundabout 10 Euro und ich muss echt zugeben, es würde mich nicht wundern, wenn die Firma irgendjemand übernimmt. Was hältst du von Sony? Sony, denkt man mal, ein richtiger Langweiler mit 130 Milliarden Börsenwert. Aber Sony muss man sich doch irgendwie sagen, das ist irgendwie so
Wie die McDonalds aus der Elektronikbranche. Die haben sich auch immer wieder neu erfunden. Es ist wirklich Wahnsinn, wenn ich mir überlege, dass die PlayStation überall ausverkauft ist. Das ist so ein richtiger Langweiler, den ich mir ohne Zweifel, ohne Probleme hinlegen kann. Was hältst du von PVA Tepler? Puh, das ist ein Anlagenbauer. Zur Zucht von Kristallen. Oh, ja, die sind extrem nachgefragt. Und die Jungs sind richtig, richtig gut. Diese Kristalle brauche ich in der Elektronikindustrie, Halbleiterindustrie oder beispielsweise auch in der Solarindustrie. Hier gab es zuletzt einen kleinen Rücksetzer, weil man dachte, der größte Kunde, Siltronic, wurde von Global Wafers übernommen. Dachte jeder, das ist jetzt schlecht. Das muss nicht unbedingt schlecht sein für die Jungs. Vielleicht gehen bei Global Wafers für PVA wieder Türen auf. Also, die ist wirklich erstklassig, richtig gute Firma. Was hältst du von Bitcoin? Immer wieder Bitcoin. So, es ist doch immer wieder das Gleiche. Zuletzt, als Geschrei am größten Mal, der Bitcoin bei 28.000, 30.000 Dollar notierte und bis dahin abgesagt war. Das sind doch eigentlich immer wieder die besten Kaufgelegenheiten. Und jetzt notiert der Bitcoin bei roundabout 50.000 und niemand sagt was. Für Bitcoin könnte vielleicht sprechen, dass die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht, einen neuen Mann am Ruder hat, nämlich Gary Gensler, das ist der hier. Und das ist ein echter Freak und ein Mann vom Fach im Bereich Krypto und Blockchain. Und bei solchen komplexen Themen können solche richtig gut kreativen Leute durchaus hilfreich sein, was die Zukunft des Bitcoin anbelangt. Also Bitcoin, kurzum, bleiben wir weiter bullish, auf jeden Fall. Und wenn jemand sagt, brauche ich zugehörigen Aktien, ja, gerne auch. Hive Blockchain, MicroStrategy oder auch Silvergate sind immer wieder gerne genannt und gute Firmen. Zu guter Letzt meine Lieblingsaktie. Was hältst du von der Commerzbank? Ich meine, sorry, wenn ich mich im Bekanntenkreis einfach mal umhöre, wer hat denn eigentlich ein Konto bei der Commerzbank? Niemand! Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ein Konto bei der Commerzbank aufmacht. Wieso auch? Die Commerzbank hinkt in Sachen Digitalisierung der Konkurrenz ja völlig hinterher. Darüber hinaus hat die Commerzbank auch kein Investmentbanking mehr, wovon ich vielleicht profitieren könnte, in tollen Börsenbörsen. Also, der Aktienkurs, Mann, die bringt immer noch 6,6 Milliarden auf die Börsenwaage. Also die Commerzbank ist für mich absolutes No-Go, echt. Puh. Im Bekanntenkreis werde ich auch immer wieder gefragt, soll ich denn Aktien kaufen? Welche Aktien soll ich denn kaufen? Natürlich soll die Aktien kaufen, ist überhaupt keine Frage. Aber ich sollte nicht kurz vor knapp dann wieder sagen, und einen Rückzieher machen. Sondern ihr müsst definitiv was tun, ihr müsst vielleicht auch was riskieren. Logisch, Aktien sind immer mit einem gewissen Risiko behaftet. Aber ich kann auch das Risiko etwas runterfahren, indem ich in dicke Brummer investiere, die wir auch immer wieder hier vorstellen für unser 80% Portfolio. Langweiler, Burggrabenaktien, dividendenstark. Man kann zum Beispiel auch eine Ecolab kaufen. Ja, 66 Milliarden Börsenwert aus den USA. Haben angefangen mit Produkten zur Reinigung von Geschirr für Hotels und Restaurants. Danach kam ein riesiges Portfolio an Hygieneprodukten. Und im Anschluss haben sie sich breit gemacht im Wasseraufbereitungssektor. Haben Nalco Water gekauft. Richtig gute, spannende Themen, überhaupt keine Frage. Und wenn ich mir den Gewinn der Aktie anschaue. Komm, hier nochmal. Im Jahr 2004 haben sie 1 Dollar Gewinn je Aktie gemacht. Im Jahr 2021 wollen sie 6 Dollar verdienen pro Aktie. Wow. Und ich glaube, das ist Gewinnwachstum und Umsatzwachstum. Umsatz 6-8%, Gewinnwachstum 15%, dass sie das fortsetzen können. Denn die Jungs machen richtig guten Job. Und wenn man sich die Aktie anschaut, die sieht doch richtig, richtig cool aus. Nämlich wie an der Schnur gezogen ging es hier in den letzten Jahren nach oben. Und ich kann mir vorstellen, dass es hier in Zukunft auch so weitergeht. Also auch so eine Aktie kaufen, hinlegen und überhaupt nicht mehr anschauen am besten. So, jetzt muss ich ein bisschen an Tempo zulegen, denn der Club spielt heute zu Hause gegen den KSC. Ich brauche endlich mal wieder 3 in am Wegler und ein Stadionbier von der Kulmbacher. Boah.